Grüß euch Leute, freut mich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt, denn wie ihr seht, bin ich hier mit dem Alex Meurer, den sicher der ein oder andere kennt, und wir sprechen heute über das wichtige Thema Altcoins finden im Bärenmarkt, weil ich glaube, der Alex hat eine selten gute Historie, was Altcoins angeht, was Gains mit Altcoins angeht, aber wir sprechen natürlich auch über das Risiko dahinter und ich glaube, unsere Favorites mit Bitcoin, Ethereum und Co. sind wir uns einig, dass das keine Shitcoins sind und wir andere Coins definitiv als Shitcoins ein bisschen abstempeln dürfen. Und gerne, Alex, stell dich doch mal vor für alle, die dich noch nicht kennen und deinen YouTube-Kanal noch nicht kennen, weil du hast ja ebenfalls einen YouTube-Kanal, der irgendwo hier oben dann verlinkt sein wird auf jeden Fall. Ja, ganz genau. Ja, also für die, die mich ja nicht kennen, mein Name ist Alex Meurer. Ich bin mit Didi hier gerade bei mir zu Hause in Dubai. Er ist vorbeigekommen, um mich zu besuchen und auch ein paar andere Leute, die wir zusammen kennen. Und ich bin ursprünglich aus Bonn. Ich wohne aber schon seit über 12 Jahren nicht mehr in Deutschland. Ich war halt 7 Jahre lang in Paris, bin dann in die Ukraine gezogen, nach Kiew. Ich habe noch immer mein Apartment dort in Kiew. Es steht auch noch. Also da ist noch keine Bombe reingeflogen. Und habe dann in der Ukraine dann die meiste Zeit halt verbracht, bevor ich nach Dubai gezogen bin, war in der Zwischenzeit aber auch, während ich in der Ukraine war, 1 Jahr lang in Thailand, halt on-off, ne, wegen Visa halt. Und habe halt im Prinzip 2010 das erste Mal von Bitcoin schon gehört gehabt, habe das Whitepaper da gelesen gehabt, habe versucht zu minen, hatte nicht geklappt, weil es ein Problem mit der Mining-Software gab. Und habe dann 2013, wo ich in Paris war, dann nochmal versucht, hat dann wieder nicht geklappt. Und habe dann 2015 dann meine ersten Bitcoins dann gekauft gehabt bei einem europäischen Exchange und habe dann im Prinzip dann mit Krypto so richtig angefangen gehabt. Richtig krass, also 2010, das ist hard to beat, glaube ich, recht viel früher ist man selten dabei. Ja. Und du hast ja auf jeden Fall auch mit OTC und Co. angefangen, Bitcoin war the way to go. Und irgendwann kamen ja die Altcoins dazu. Ja. Ich glaube, jetzt im Bärenmarkt beschäftigen sich viele von den Zusehern und auch viele von uns, die jetzt schon viel in Krypto drinnen sind, mit was macht man hier die meisten Gains? Wie kann ich irgendwie Bitcoin outperformen? Wie kann ich einfach bis zum Top aus dem Bärenmarkt, bis zum Bullrun, so wirklich so ein 100x, ein 500x, was auch immer drinnen ist, mitnehmen? Und was ist so Streufeuerstrategie? Was ist so im Durchschnitt möglich? Was würdest du sagen? Und vor allem, wie findet man die Altcoins, die halt zünden, die halt so ein paar X zumindest machen und nicht so ein Flop sind, ein Rohrkrepierer sind, wo du dann dastehst und alle feiern, weil der Bitcoin steigt und deine Shitcoins nicht? Ja, ja, natürlich. Ne? Also für mich die sicherste Wette neben Bitcoin aktuell, was halt Gains angeht im nächsten Bullrun, wäre halt Ethereum. Ist auch die, wie gesagt, die sicherste Variante für mich, weil ich schon davon ausgehe, dass Ethereum 10 bis 15x machen kann im nächsten Bullrun. Ja. Also das wäre halt das sicherste. Und halt, wenn ich halt Altcoins nach Altcoins suche, die halt potenziell darüber hinausgehen, ne, die dann aber natürlich dann auch riskanter sind als Ethereum, dann schaue ich zum Beispiel nach Altcoins, die schon ein paar Bärenmärkte mitgemacht haben und wo die aktuell gerade stehen. Ne, so, es gibt Altcoins, die sind 10x minus gegangen vom letzten Bullrun. Ja. So, aber die waren vielleicht auch schon die letzten 2 Bullruns dort. Ne, so, und es gibt da viele Altcoins, die viele gar nicht kennen, ne, die viele gar nicht auf dem Schirm haben, weil die jetzt zum Beispiel beim letzten Bullrun erst reingekommen sind, deswegen diese Coins gar nicht kennen. Und das ist zum Beispiel eine Variante, wie ich nach Altcoins gucke, die halt potenziell 20, 50, 100x gehen können, weil wir wissen, wenn ein Altcoin minus 10x ist von einem All-Time-High, vom letzten Bullrun, um wieder nur auf das alte All-Time-High-Niveau zu kommen, muss dieser Coin schon 100x gehen. Ja. Ne? So, und wenn man halt sieht, okay, dieser Coin ist in den letzten Bärenmärkten halt im Prinzip auf den Boden geschlagen und dann hat immer wieder neues All-Time-High dann halt gemacht im nächsten Bullrun, dann kann man halt schon sich relativ sicher sein, dass da sehr, sehr viel X auf Potenzial in diesem Coin halt steckt. Und wie gesagt, wenn er halt schon jetzt minus 10x ist von seinem All-Time-High und er will ein nächstes All-Time-High schaffen, muss der 100x gehen, der Coin. Ja, tatsächlich. Ne? So, und das ist halt eine Option, wie ich halt nach Altcoins gucke. Ansonsten gucke ich halt nach vielen Layer-1-Solutions, die halt im Prinzip undervalued sind, ne? Oder sehr, sehr guten Layer-2-Solutions, die halt als Blue-Chip gehandelt werden, zum Beispiel E-Gold, ne, oder Aave, solche Plattformen, oder auch Oracles wie Chainlink, ne, oder wie Band. Ne. Das sind so dann etablierte Projekte, wo man halt auch dann
spekulieren kann, dass die ungefähr 20x plus machen im nächsten Bullrun. Okay, stimmt, ja. Ich höre auf jeden Fall so raus, dass du so auf diese Wiederbelebung von manchen Projekten gehst. Und ja, ich zum Beispiel, wenn du Chainlink sagst, habt ihr da ein neues All-Time-High, diesen Bullrun? Ja. Ja, habt ihr ja sogar. Extrem. Okay. Oh, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Ich war sehr auf Ripple. Ich war der richtig viel gehalten hat von Ripple. Und der hat zum Beispiel nicht das All-Time-High geknackt. Und mir ist halt aufgefallen, dass sehr viele alte Bullruns diese träge Materie ist im neuen Bullrun, wo es wirklich schwer nach oben geht. Aber natürlich, ein 2 bis 5x ist, glaube ich, vom Boden gesehen super möglich. Auch ein Ethereum, natürlich, wenn man sagt 15x zum Beispiel, das Low ist jetzt bei $880 ungefähr. Ja. Wenn das natürlich runter noch geht, dann ist das 15x was anderes als jetzt, von uns gesehen. Den Boden zu catchen ist wichtig. Was mir aber auch zum Beispiel durch deine Nachrichten und so oft aufgefallen ist, so neue Altcoins, die schon im Bärenmarkt gut performen, haben natürlich super Startpositionen für einen neuen Bullrun. Wie gehst du auf die Suche nach so alten Altcoins? Weil natürlich ein minus 99% Crash wird vielleicht noch ein 2 bis 5x werden, denke ich mir. Aber so das Feuer, siehst du das mehr in diesen neuen Altcoins auch? Ja, zum Teil halt schon. Also bei den alten Altcoins, ich schaue natürlich mir dann genau an, ob die halt in den alten Bärenmärkten und auch in den kommenden Bullenmärkten, die darauf gefolgt sind, dann halt performt haben. Und wie gesagt, wenn du halt dann eine Handvoll von Altcoins hast, die in den letzten Bullenmärkten halt performt haben, nachdem die halt im Bärenmarkt ziemlich runter waren, da hast du halt im Prinzip schon so eine gewisse Erfolgsquote, dass die im nächsten Bullrun dann wieder performen werden. Natürlich ist das nicht für jeden Coin der Fall. Ja. Ne? So, aber ich gebe dir ein Beispiel. Digibyte ist einer, der immer performt. Okay. Ne? So, und und der ist auch schon sehr lange dabei. Ne? Seit 2014 gibt es Digibyte oder 2012, glaube ich, sogar. Okay. Ne? So, und ist schon sehr, sehr lange am Markt. Ne? Und Digibyte hat immer performt in einem neuen Bullenmarkt. Krass. Ne? Also wenn man in einem Jahr das Video sieht oder in zwei Jahren, wenn der Bullrun wieder startet, dann Digibyte, ich schaue mir den an. Ja. Ich habe auch Cardano im Kopf. Ja, Cardano. 150x hat der gemacht vom Bärenmarktlos 17, 18 auf Ultimate 2, 21. 150x ist schon brutal. Und du hast ja auch so eine Geschichte über den Altcoin. Wie ich das gehört habe, so das kannst du ja fast nicht glauben, aber erzähl es bitte mal, das ist zu krass. Ja, so ich habe halt im Januar 2021, letztes Jahr war das, da war ich mit einem Freund im Urlaub in Ägypten und hatte halt da nicht viel zu tun, weil Ägypten ist ziemlich langweilig, ne? Außer halt das Hotel. Und war dann halt auf der Suche nach Altcoins, die halt im nächsten Bullenmarkt gut performen würden und bin durch Zufall auf PancakeSwap gestoßen. Ich hatte das bei CZ in einem Tweet gesehen und auch eine Werbung davor für PancakeSwap. Ich glaube sogar bei Cointelegraph oder so hatte ich da einen Artikel gesehen und hatte dann halt mir den Chart angeguckt und da war Pancake gerade 3 Monate am Markt oder so und hatte halt mir den Wochenchart angeguckt und hatte gesehen, dass auf dem Wochenchart dass in der zweiten oder dritten Woche Pancake direkt auf $6 gegangen war und danach im Prinzip nur declined ist, aber hat schon angefangen, einen runden Boden zu formen. Ja. So, und dann hatte ich dann halt auf Twitter gesehen, dass CZ das Ganze halt extrem gebackt hat und man konnte zwischen den Zeilen lesen, dass er gesagt hat, falls das ein Flop wird, refunden wir alle Leute im Prinzip wie eine Versicherung. Und das hat dann dazu geführt, dass ich halt dann gesagt habe, okay, wenn CZ das Ganze backt und im Prinzip auch versichert, sodass die Funds die ganze Zeit halt abgesichert sind, dann kann ich auch hart da reingehen und habe $1 Million dann halt da reingesteckt bei um die 66, 68 Cent, wo das Ganze stand, also 10x halt unter dem All-Time-High, wovon ich ja eben auch gesprochen habe. Crazy. So, und ich habe dann halt, mein Plan war halt, okay, das wird im nächsten Bullrun auf jeden Fall dann auf $6 wieder gehen. Dann habe ich 10x gemacht, das ist für mich okay, ne? Dann ziehe ich raus. Und ich hatte halt einen Time Horizon von 1 bis 2 Jahre dafür, ne? Das war für mich vollkommen okay. Und ich habe halt nicht damit gerechnet, dass das ganze Ding schon im März, April anfängt zu explodieren, ne? Und dann schon bei $12 stand. Ne? Krass. Und habe dann natürlich alles gestaked gehabt, um weiter passiv noch mehr Pancake zu bekommen. Und habe dann halt im Sommer, wo das Ding, im Mai war das glaube ich, ja, im Mai, da war ich zu dem Zeitpunkt in Monaco beim Grand Prix, wo dann Pancake auf fast $50 gegangen ist und wo Pancake dann immer weiter hochgegangen ist, war auch $50 mein Endziel.
und habe dann gesehen, okay, $50 struggelt der hochzukommen, der war bei 48. Genau, ja. Und dann habe ich das gesehen, dass er nicht auf 49 kommt, um an die 50 zu kratzen. Und habe gesehen, dass sich so langsam ein Top da bildet. Und habe dann gesagt, okay, ich sollte jetzt anfangen rauszuziehen. Ja. So, und ich bin einer der Hauptprogrammisten, warum das Ding dann runtergecrashed ist. Weil ich hatte dann über 100 Millionen und habe dann angefangen, dann halt auszucashen und bin auch mit über 100 Millionen dann rausgegangen. Unglaublich. Unglaublich, man kann es nicht anders beschreiben. Ist natürlich auch so krass geworden, weil dein Input, also dein das Geld, was du gesetzt hast, dementsprechend sehr hoch war. Ja. Aber mal ein 150x oder ein 100x alleine zu machen, ist unglaublich. Und ja, da werden wir auf jeden Fall viel suchen müssen. Natürlich so ein Indiz, wie dass du jetzt CC folgst und dass du eben interpretierst, was er gemeint haben könnte, ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig. Und du hast mir auch vorher bei einem Gespräch gesagt, du schaust dir mal an, wer darin investiert ist. Ja, also ich schaue mir halt auch die VCs an, die in Projekten investiert sind und ob diese VCs halt einen sehr, sehr guten Ruf haben, ne? Wie diese VCs ihre Allocations verkaufen, ne? Die halt in den Projekten haben, das ist auch immer sehr wichtig. Zum Beispiel Alameda hatte jetzt mal abgesehen von, dass sie jetzt bankrott sind, ne? Die hatten schon vorher jetzt die letzten 8 Monate einen sehr schlechten Ruf, dass die im Prinzip Allocations in Projekten halt dann einkaufen. Und dass die Ersten sind, die ihre Bags dann sofort wieder verkaufen und damit die Projekte zerstören. Ne? Das Ganze ist natürlich jetzt halt mit der ganzen FTX-Sache dann nochmal hochgekommen, ne? Wo dann das halt auch wieder rauskam. Ne? So, aber das war schon so in den größeren Kryptokreisen war das schon bekannt und auch unter VCs war das bekannt. Ich arbeite halt auch viel mit VCs und die haben mir halt auch gesagt, über eigene Projekte, wo ich halt involviert bin, wenn die Alameda da drin sehen, ne, dass die da involviert sind, Finger weg, ne, die werden selber nicht dann investieren, wenn die Alameda in anderen Projekten sehen. Und was ist so ein gutes Zeichen, wenn du sagst, okay, vielleicht Binance Labs geht rein, ja, oder was sind so deine Top 3, Top 4 vielleicht, wenn du schaust? Ja, also auf jeden Fall Binance Labs ist eins davon, Sequoia ist, ist eins davon, dann, jetzt habe ich den Namen vergessen, es gibt eine große, die heißen Capital irgendwas, also davor kommt irgendwas und dann Capital, dann Coinbase Ventures ist zum Beispiel eins, ne? Dann auch Polygon Ventures, das ist eins, wo ich gucke. Und dann manchmal auch Swissborg. Ne? Also ich bin halt sehr, sehr gut befreundet mit den Swissborg-Foundern. Ne? Die wohnen halt auch alle hier in Dubai. Ja. Ne? Die sprechen auch Französisch, die meisten, ne? Weil das sind halt Belgier und Franzosen. Und ich weiß halt, wie der Founder von denen halt nach Projekten halt entscheidet, ob die halt annehmen. Und die sind sehr, sehr, sehr selektiv und nehmen sehr, sehr wenig Projekte, wo die investieren. Und da kann man meistens dann auch davon ausgehen, wenn halt Swissborg da investiert hat, dass das zumindest long-term ein Blue-Chip-Projekt dann sein wird. Krass, ja. Weil wenn vor allem diese Instanzen oder Institutionen dort investieren, was passiert dann mit dem Projekt? Das wird auf jeden Fall gepusht, das wird beworben, das wird gelistet und ich glaube, das hat dann einfach, genau wie du das mitbekommst, sehr weite Kreise, die das streut, wo dann im Endeffekt Kapital, ob jetzt von großen Leuten oder einfach von denen, die halt Full Risk auf genau sowas gehen, wie du bei Pancakes war zum Beispiel. Ich glaube, das zieht dann vor allem die Leute an, die grünen Kurse sehen. Im Bullrun, ich glaube, der Angst, also wir sind uns einig, dass der Kurs nur durch Angst und Gier bestimmt wird. Ja. Der Fair Value von Bitcoin ist immer, oder 90% ein ganz anderer als der aktuelle Preis. Und viele Leute sehen dann, okay, Coin hat 50% gemacht, ich kaufe mal was. Water Coin macht weitere 200% und legen immer höher nach und treiben dann den Kurs hoch. Und wir wollen ja der sein, in dem Fall wie du, der leider dann den Dump verursachen muss, ist ja leider so. Das Geld hat dann halt wer anderer und der Gewinn wird einem Einkauf gemacht und nicht im Endeffekt beim Hoch irgendwie dann FOMO und dies, das. Wir ziehen dann halt die roten Kerzen in den Chart, müssen wir ja. Und dementsprechend ist es immer gut, Coins vorher zu finden. Und du in Dubai hast natürlich Connections, du hast Zugänge zu Wissen, was die meisten Leute von dem Bildschirm gar nicht haben. Was ist denn da so ein Tipp von dir oder wie geht das in Dubai, dass du da auch noch mehr mitbekommst von den Leuten persönlich? Verfolgst du deren Insta, Social Media? Wo sind da so deine Zugriffe, wie du
noch mehr Infos kriegst einfach. Also das ist ziemlich gestreut. Ne? Viele von uns, wir sehen uns regelmäßig hier halt auf Events, ne? Verschiedenen Events, wo wir halt unterwegs sind. Ne? So manchmal treffen wir uns auch alle und haben halt ein großes Abendessen zusammen, alle zusammen. Ne? Oder rauchen eine Shisha oder so. Ne? So also auf solchen Sachen kriegt man dann schon mal was mit. Ne? Sagt einer, ey, hast du davon schon gehört? Ne? So, oder hier habe ich gerade investiert. Ne? Willst du auch? Ich kann dir Allocation besorgen. Ne? So. Also das ist schon so ein bisschen über Vitamin B, wie man das aus Deutschland kennt. Ja. Ne? Wo man dann halt so in seinen Insiderkreisen ist. Ne? Und wenn man dann halt hier in Dubai dann halt bei der Elite mitmischt, ne? So da kriegt man halt schon mal das ein oder andere mit. Ja. Ne? So ich dir das erzählt habe mit Star Atlas letztes Jahr, ne? Wo dann meine ganzen Leute dann halt gesagt haben, Star Atlas, ich hatte gar keinen Plan, was Star Atlas war, bis mir einer gesagt hat, das ist ein Spiel. Ne? Ja. So, und ich dann im Prinzip da nicht mal meinen Fuß in die Tür bekommen habe für die Allocation, was sehr, sehr schade war, ne, weil ich hätte damit Millionen gemacht. Ne. Das sind halt so Sachen, ne, das passiert halt auch, ne, dass du manchmal auch zu spät bist. Mhm. Ne, so, aber das sind halt schon so Sachen. Meistens ist es über persönliche Ebene, wo man sowas mitkriegt. Aber manchmal sieht man halt auch Leute bei Twitter Sachen posten, ne, die sagen so, hier, ich habe einen Coin gefunden, der ist 99% schon runter von seinem All-Time-High. Kann man kaufen, ne? So, und das ist jetzt einer, wo ich investiere. Ne? So, man folgt sich natürlich gegeneinander, ne? Und da kriegt man halt auch schon mal das eine oder andere mit. Ne? Aber das meiste hier in Dubai ist wirklich über persönliche Ebene immer, wenn man sich sieht. Mhm. Und chillst du ab und zu auf deinem YouTube-Kanal auch deine Altcoin oder bist du da ganz weit weg? Nee, ich bin da schon ganz weit weg. Ne? Also ich chille kaum Altcoins, ne? Das meiste ist Ethereum. Ja. Manchmal nehme ich BNB, E-Gold, Link und sowas mit rein, ne? Aber das ist eher selten der Fall. Ja, einfach Bitcoin, Analyse, Aussichten, Updates, das ist das, was der Alex auf seinem Kanal macht. Müsst ihr auch sowieso vorbeischauen. Er ist ja englischsprachig unterwegs. Ja. Deshalb der Content auf Englisch, aber trotzdem zwischen den Zeilen lesen oder zwischen den Sprachen einfach die Infos rauspicken, ist nämlich wichtig. Wir haben auch schon ein bisschen gequatscht über Bitcoin und Co., aber das würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Ja. Auf jeden Fall richtig gute Tipps. Ich bin auf jeden Fall hyped, werde natürlich ein paar Research-Tools noch dazu verlinken, wo man sieht, welche Investoren drinnen sind. Gibt ja auch extra Seiten dafür, ja, wo du siehst, wer ist früh drin und Co. Das ist immer gut. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Dasein, für die Infos, mega coole Gespräche. Und Leute, wenn ihr mehr vom Alex sehen wollt, schaut auf den Kanal und gerne mache ich auch noch einmal ein Video mit dir, ja, auch per Zoom oder wie auch immer. Sehr, sehr gerne. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und wir sehen und hören uns dann im nächsten Video. Wie immer, Happy Games mit Altcoins und dem Bitcoin vor allem. Wir sehen und hören uns. Ciao, ciao. Ciao.